Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte hier mir eigentlich vorgenommen, ein kleines bisschen zu motzen. Warum kommt das von der Fraktion, warum nicht vom Minister, wo es doch schon so lange als Referentenentwurf dort im Schubfach liegt. Aber die Konvulsion hat ja Frau Aßmann vorhin aufgelöst und damit hat sich das Thema erledigt. Für mich ist wichtig, Hauptsache, dass etwas passiert, ist eigentlich völlig egal, wer es einbringt, denn es gibt genug Leute, die auf dieses Gesetz oder auf diese Veränderung des Gesetzes warten. Die Zulassung des Verfahrens oberirdischer Bewässer mit kleinen Elektromotoren getriebenen Wasserfahrzeugen ist ein Anliegen des Anglerverbandes seit langem. Und der Eindruck, den wir gewonnen hatten, jedes Mal, wenn wir das Thema angesprochen haben, ja schon seit vielen Jahren, wir hätten mit Gummiwänden geredet. Nun wird doch endlich etwas passieren, nicht nur, weil andere Bundesländer, der Minister sprach davon, an der Stelle schon weiter sind oder vorgeprescht sind, aber bei uns gelten die Regeln eben stabil seit 1992 und das hat sich in der Tat in der Zeit seit damals technisch und technologisch vieles verändert und deswegen haben wir heute ganz andere Möglichkeiten und müssen nicht den Spruch von Bismarck, dass hier alles 50 Jahre später passiert, kolportieren und ins dritte Jahrtausend übernehmen. Meine Fraktion wird der Überweisung selbstverständlich zustimmen. Unsere inhaltliche Kritik werden wir dann im Zuge der Beratung des Gesetzentwurfs im Ausschuss einbringen, zum Beispiel was die Einführung von Ausnahmetatbeständen im Bereich von Schutzgebietskulissen angeht. Sicherlich, so frage ich, wird es im Gesetzentwurf ein Anhörungsverfahren geben. Ich hoffe es, dass wir das vernünftig durchführen, dass wir dann auch Varianten diskutieren können, dass es nicht nur um solche Verfahren geht, wie Frau Aßmann angesprochen hat, kleine Boote mit Schiffsschrauben. Es gibt bis mittlerweile auch Möglichkeiten, dass man auf die Schaufelradbagger-Technologie zurückgreift und dass deswegen die Eingriffe auch in den Wasserkörper gering sind. Alles in allem, wir überweisen das Ganze gemeinschaftlich und ich glaube, dann werden wir doch glücklicher. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.